Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Landesregierung hat sich mit den Folgen einer vertuschenden Polizeistatistik auseinanderzusetzen. Eine Polizeistatistik, die erkennbar nicht den Zielen diente, die Sicherheitslage unseres Landes wiederzugeben, sondern die Bürger in einer Sicherheit zu wiegen, die es nicht gab. Die Bürger hatten das Richtige gefühlt, was verantwortliche Polizeiführungskräfte jedoch bewusst falsch gemessen haben wollten. Ob es daher verantwortungsloser war, Öffentlichkeit und Parlament über die Sicherheitslage zu täuschen oder den Opfern von Vergehen und Verbrechen durch eine falsche Statistik auch einzureden, es handele sich lediglich um ein rein subjektives Unsicherheitsempfinden, ist unerheblich. Erheblich ist, dass die Landesregierung nicht sehen will, dass sie nicht handeln muss. Zwar die Landesregierung letzte Woche in dem Innenausschuss die Verantwortlichen für die manipulierte Kriminalitätsstatistik benannt und Konsequenzen gezogen. Aber das Problem an sich besteht weiterhin, denn die Bürger haben kein Vertrauen mehr, dass die Landesregierung ab jetzt mit ehrlichen Zahlen arbeiten wird. Durch die Entlassung des Staatssekretärs Herrn Feuring ist nicht automatisch eine Garantie dafür entstanden, dass an den Kriminalitätsstatistiken sich nicht mehr weiter, mit kreativer griechischer Buchhaltung und Statistik gearbeitet wird. Wenn man bedenkt, mit welchem Personal- und Geldaufwand die Korrektur der fehlerhaften Kriminalitätsstatistik vorhanden war, stellt sich die Frage, ob es doch viel mehr Sinn macht, von Anfang an die Manipulation jeglicher Art an diesen Kriminalitätsstatistiken zu unterlassen. Noch schlimmer ist aber die Tatsache, dass die Landesregierung die Schuld an dem Geschehen immer wieder zurückgewiesen und den Verantwortlichen bis vor einer Woche nicht noch verteidigt hat. Der Druck der rot-roten Regierung, etwas zu vertuschen, ist es dennoch, dass das sogar unter den Unstimmigkeiten dies offenkundig wurde. Gerade hat der Ministerpräsident Woidke sein Vertrauen in den Staatssekretär ausgesprochen. Minuten später widersprach dem Herr Innenminister Schröder, indem er den Rückzug des Staatssekretärs in Aussicht stellte. Nach alledem kann man nur mit dem Kopf schütteln. Denn diese Landesregierung hatte sich den Brandenburgern für die ganze Legislaturperiode anvertraut, was jetzt sicherlich was die Polizeistatistik angeht, für die Zukunft mit Fragezeichen versehen ist. Um es klarzustellen, wir finden von der AfD-Fraktion das Verhalten von Herrn Innenminister mit Respekt. Und wir finden es gut, dass Sie das Schwert des Handelns letztendlich aufgenommen haben, um letztendlich mit der ganzen Sache Schluss zu machen und das letztendlich zur Chefsache zu erklären. Und wir hoffen, dass letztendlich das richtig gut aufgeklärt wird. Vielen Dank.